Martha und Mone getrennt. Das war's, großer Bruder. Das war gut. Werden Sie uns neu schmieden und einen würdigen Besitzer für uns finden? Ja, ich denke schon. Wie, wo, was? Wie neu schmieden? Na, super. Das ist also das Masamune. Es scheint seit langem zerbrochen. Zerbrochenes Masamune erhalten. Wenn es euch recht ist, tragen uns die Flügel des Windes zurück. Viel Glück. Danke. Dann müssen wir nicht wieder durch die ganzen Berge laufen. Alter Schwede, was für ein Kampf, ey. Gut. Wir haben das zerbrochene Masamune. Und das ist ein Problem. Wir brauchen nämlich das ganze Masamune. Halt. Halt, halt, halt. Nee, Tatas Haus müssen wir erstmal. Und da treffen wir den Rotzlöffel. Es tut mir leid. So ein Froschtyp hat das hier in einem Café verloren. Ich wollte es verkaufen, aber als mich alle auf einmal einen Helden nannten, hatte ich dazu keine Lust mehr. Was? Jetzt ist es also raus. Entschuldigung. Jetzt ist es also raus. Ich bin kein Held. Leider. Hier, nimm dir das. Du Bengel, ich wusste doch, dass du nur so getan hast. Wie konnte ich nur darauf hereinfallen? Um das Andenken an meine liebe, verstorbene Frau willen, schwöre ich, von nun an auf dem Boden zu bleiben. Aber wer hat überall rum erzählt, er hätte einen Helden aufgezogen? So, was haben wir jetzt erhalten? Und der Frosch hat irgendwas verloren? Schauen wir doch mal. Und zwar das Heldenamulett erhöht kritische Rate des Masamune. Tja, Tata ist also nicht der Held. Ein Frosch hat es im Café verloren. Damit liegt es auf der Hand. Das Heldenamulett gehört Frog. Dann ist er der Held und Träger des Masamune. Hey, Frog. Wack, wieder bist du gekommen? Das Heldenamulett. Nun, dann hast du den Knaben gesehen. Dennoch vermag ich nichts gegen Magus auszurichten, Quark. Das legendäre Masamune allein kann Magus schaden. Und ich habe kein Recht, es zu führen. Bitte geh. Jetzt können wir auf die Truhe zugreifen. Und finden ein zerbrochenes Schwert. Ein Teil von Masamune. Archaische Buchstaben sind eingraviert. M-E-L-C-H-I-O-R. Melchior? Der Typ aus Medina? Was bedeutet das, Chrono? Keine Seele kann heutzutage das Masamune neu schmieden. Quark. Tja, wir haben jetzt endlich das Masamune komplett, immer noch in Einzelteile. Wow, das war knapp. Und archaische Buchstaben haben gesagt, dass also der werte Herr Melchior draufsteht. Was bedeutet das denn nur? Melchior ist Waffenschmied. Laden. Ach, Friedenstube, okay. Ich glaube, wir sollen erstmal wieder in unsere Zeit reisen. Zu Melchior. Und ihn mal fragen, was es mit dem Masamune und damit auf sich hat, warum sein Name auf dem Masamune steht.
Alter, ich werde mich echt nie daran gewöhnen. Ah, aber die macht jetzt nur noch popeligen Schaden. Und wir hauen voll rein. Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 59 Gold, Äther und Tonic erhalten. Oh, apropos. Zuerst einmal sollten wir, glaube ich, Robo mal wieder ins Team holen mit Marley. So. Weil eventuell kriegen wir jetzt nämlich eine neue Dualtechnik. Vielleicht. 9 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 64 Gold, Tonic erhalten. Ja, Doppeltechnik Max Zyklon gelernt. Maximum Cyclone. Mal sehen, ob ich die gleich zeigen kann. Ja, bleibt so. Ja, super. Glaube ich. So. Ich werde Raketrolle. Habe ich ja, glaube ich, schon gezeigt. Kronos Max Cyclone. Ah, ne, der müssen um Robos sein. Was ich schade finde, dass man die Charaktere nicht doch so bewegen kann. Und macht verdammt bösen Schaden. So. Gut, dann hole ich mal Luca wieder ins Team. Mit Robo. Denn eventuell kann sie noch eine Dualtechnik erlernen. Also mit Robo. Mal gucken. Diesen Kampf will ich auch schnell hinter mir bringen. Alter, 116, ne? 11 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 59 Gold, Äther erhalten, Tonic erhalten und... Ne. Momentan keine Dualtechnik. Okay, dann wieder. So. Auf durch das Tor. Aber wir kommen ja normalerweise nicht zu Lenas Platz raus. Denn wir reisen mittlerweile nur noch immer hierhin. So, das geht nach Medina. Das geht zur Protokuppel. Stimmt, da können wir jetzt auch immer die Kanalisation durchforsten. LP und MP wiederhergestellt. Boah, dann... Ja. So. Dann speichere ich erstmal. Tata und der Frosch immer noch dasselbe Kapitel. Okay, Specchio sieht immer noch gleich aus. Obwohl, wir könnten ihm nochmal vielleicht einheizen. Hi, wollt ihr ein bisschen üben? Gut. So. Boah, macht immer noch höllischen Schaden, hey. Ah, ja. Ich weiß jetzt nicht, soll ich Antipode machen? In der Hoffnung, dass es ordentlich neibombt. Ja, und wie das reinknallt. Objekt. So, dann macht ihr mal Antipode. Chrono, halt euch. Objekt, Tonic auf Marley. Marle. Oh, das war's auch schon. Das hat vielleicht genervt. Augenblick, ich bin der Meister des Krieges. Seht ihr? Ich bin der Meister des Krieges. Okay, das hat im Endeffekt uns überhaupt nichts gebracht. Weil ich weiß nicht, ab welchem Level, dann nimmt er nämlich eine neue Form an. Da beherrscht er auch stärkere Magiesachen. Und wir kriegen dann immer wieder Sachen, Pillen und so weiter. So, alter Mann, was hast du uns zu sagen? Kannst du uns helfen? Nö. Ja, nichts zu sagen. Linas Platz? Nein. Mystischen Bergen? Nee. Also erstmal ab nach Medina.
So, weil nur so kommen wir nach Medina. Und zu Melchior. Weil über den Strudel können wir nicht. Hi Melchior. Ihr seid es wieder. Wollt ihr meine Sammlungen sehen? Dieses Schwert? Das Masamune. Woher habt ihr es? Warum ist dein Name auf dem Schwert eingraviert? Das ist eine lange Geschichte. Ihr wollt sie hören, stimmt's? Na klar, erzähl uns alles über das Masamune. Ist es reparabel? Es könnte möglich sein, wenn wir einen Traumstein hätten, aus dem das Schwert gemacht ist. Traumstein? Wo kriegen wir denn her? Es gibt ihn nicht mehr. Es war ein roter Stein, der einst mehr wert war als Gold. Leider ist das sehr lange her. Ich bezweifle, dass ihr den roten Stein je finden werdet. Aber falls doch, werde ich das Masamune reparieren. Bis dahin behaltet das Schwert. Möchtet ihr etwas kaufen? Yep. Okay. 2, 3. Tonic Matte haben wir genügend Heilung. Ah, sehr schön. Gut, wir brauchen also einen Traumstein. Das war... Er hat schon mehr oder weniger indirekt verraten. Sehr lange her. Wo waren das jetzt hier? Tja. Oh, halt. So. Der seltene Rotstein. Damit haben wir ein neues Kapitel. Jetzt, wo kriegen wir den her? Es liegt viele Jahre her. Es gibt nur die Gegenwart, die Zukunft. Dann einmal das hier. Und natürlich die mystischen Bergen. Und da gehen wir jetzt hin. Fliegt durch die Zeit. Sie sind grün und schuppig. Was sind das für Viecher? Oh oh. Ja, die kann man nicht einfach so besiegen. Die müssten wir mit Magie besiegen. Weil die sind extrem magieanfällig. Mit Waffen, vergisst es. Antipode werde ich garantiert nicht machen. Weil ich will die so schnell wie möglich ausschalten. Warte mal, Napalm. So. Es sei denn, die sind feuerresistent. Haha. 360 Erfahrungspunkte, Alter, 10 Tech-Punkte und Rotblatt erhalten. Und Luca wird aufgestuft. Sie sind in der Überzahl. Was sollen wir tun, Chrono? Boah, die ist aber tough. Wer ist diese Frau? Oh je, das war's dann wohl. Gewitter am besten auf den. Mali, du wirst
Eis auf den hier. Und Luca wirft Napalm auf die beiden hier. Einsetzen. ...288 Erfahrungspunkte erhalten, 8 Tech-Punkte erhalten und Rotblatt erhalten. Was willst du? Chrono! Du Stark, wie dein Name? Chrono, ja? Guter Name. Ich... Unsere letzte Begleitperson. Ayla. Ich Ayla. Ayla starke Leute mögen, also auch Chrono. Geh weg von ihr, Chrono. Ich denke, sie mag dich, Chrono. Ja, auch Stark. Ayla bewundert starke Leute, Männer und Frauen. Junge. Aus welcher Anstalt ist die getürmt? Chrono, woher kommen? Wie erklären wir ihr das bloß? Wir sind von lange nach dem Tag nach morgen. Hahaha, ihr lustig. Ayla lustige Leute mögen. Ist ja kein Sinn. Kommt ins Dorf. Wir reden und essen. Tanzen, essen, Spaß. Im Prinzip gerne, aber wir sind hier, um den Traumstein zu suchen. Stein? Viele Steine. Hier, dort, im Dorf. Ihr viele nehmen. Komm, Chrono. Yoka-Dorf hier entlang. Und da rennt die Gute. Ein Berserker erhalten. Oh, den am besten überhaupt nicht großartig ausrüsten, außer bei schwachen Gegnern. Oh, das sieht gut aus. Eventuell könnte ich da mit Antipode reinhauen. Oder mit Napalm. Mal gucken. Antipode. Da knall ich alle vier weg. Alter, das macht Schaden. Weil mit unseren Waffen können wir gar nichts ausrichten. Zu großartig, da machen wir alle höchstens 20 Schaden. Oh, Horn erhalten. Killwala. Ich glaube, die können wir mit normalen Waffen, ja, attackieren. Und die halten auch nicht so viel aus. Oh, critical. 400 Erfahrungspunkte, 4 Tech-Punkte, Rotblatt erhalten. So, Technik, Zyklon, kriege ich alle gebacken? Natürlich nicht. Der links müsste weiter rechts. Gut, da nicht will. Napalm. Und weg damit. Oh, ganz so viel Schaden macht Napalm gar nicht. Naja, der kriegt jeder noch was von dem Gegner. Oh Mann, hätte ich das gewusst, dann hätte ich vielleicht doch mit Antipode reingedonnert. So, 180 Erfahrungspunkte, 80 Punkte und Rotblatt erhalten. Und Chrono wird aufgestuft. Mal wieder. Chrono, zu langsam. Komm, Chrono. Yoka-Dorf hier entlang.